Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blasphemous. Endlich wieder mit kompletten Sound, obwohl hatten wir in der letzten Folge auch schon. So, wie man sehen kann, befinden wir uns immer noch in Hondo und versuchen jetzt auch immer noch hier irgendwie weiterzukommen. Wir müssen auf jeden Fall die Tante da oben mal auslöschen, weil sonst sind wir ein bisschen gearscht. Okay, ist natürlich dumm, weil die Glocke da gerade längs lief, aber... Warte. Bam. Gut. Gut. So, soll ich mal das Logo eigentlich mal wegmachen? Das nervt euch, glaube ich, so ein bisschen. Kann das sein? Weil ich meine, man sieht ja die ganze Zeit nur das Logo. So, also guck mal, wie man sieht, müssen wir das Ding da hinten draufhauen, während es hier ist, damit wir unten diesen Schalter da irgendwie auslösen können. Okay, muss noch ein bisschen besser getimed sein. Pass mal auf. So, jetzt hat er ja unten hier irgendwas aufgemacht. Nee, die Tür hier oben, okay. Irgendwie eine Abkürzung bekommen hier. Ach, guck mal, die müssen wir auch kaputt machen. Perfekt. Ah, Mann, ey. Warte, gucken hier. Mal größer das ganze Gebiet hier. Hier sieht ja fast nach einem Bossfight aus. Hier gehen wir mal nicht rein. Bevor wir da reingehen, machen wir erst was anderes. Bin mir nicht sicher, ob man nicht irgendwo noch eine Abkürzung findet, damit wir nicht den ganzen Weg wieder zurück rein müssen. Schauen wir mal. Ist so ein bisschen weh aus hier, oder? Aber er muss ja irgendwo längs gehen. Also. Okay. Hoch. Gehen wir jetzt hier rein. Hier ist ein bisschen Kämpferei und können wir ein bisschen aufladen hier. Eigentlich ist es nicht so schwer, ihn zu kämpfen. Okay, jetzt geht es so los, weil wir den Typen gekillt haben, oder was? Na gut. Hier kommen wir aber nicht rüber, weil wir brauchen da wieder so ein anderes Teil, um da rüber zu kommen. Ich glaube, man kann unten an diesen, seht ihr diese Wurzeln? Ich glaube, da kann man da irgendwas machen. Aber das geht noch nicht, also erstmal weiter. Geht's mal runter, ne? Wir gehen erstmal hier hoch. Gucken, ob wir irgendwie eine Abkürzung finden. Wir müssen irgendwo eine Abkürzung noch finden. Kann man nicht vorstellen, dass es nicht geht. Ach, guck mal. Jetzt kann er da rüberkommen. Guck mal, jetzt können wir auch hier hoch. Ein leeres Galle-Gefäß. Das können wir doch gebrauchen, um wieder unten noch so ein Gefäß zu bekommen, oder bin ich verkehrt? Indem die Heilige Galle verwahrt wird, die auf dem kleinen aus dem klagenden Brunnen strömt. Gucken wir nachher mal, was geht. Oh. Okay. Hier müsste jetzt dieser
Typen da? Steht er nicht irgendwo? Da steht er. Oh, thou art the answer to my prayers. The order thanketh thee, for thine it is of little use for me to remain here. Go with the Father, O penitent one. Hier der C aus Kalkstein. What? Hier der C aus Kalkstein, vierter C von der Statue des ersten barfüßigen Pilgers. Der vierte C trug die Erinnerung an seinen Gefährten, damit die besseren Zeiten niemals vergessen würden. Reduziert Ausweichabklingzeit, ah, okay. Nein, ach, ich weiß, was machen wir immer wieder, ne? So, wir gehen noch zurück. Nein! Es gab ja noch andere Wege und man muss auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr machen. Das haben wir jetzt zwar das Ding hier in Gang gesetzt, aber das reicht ja nicht. Okay, also hier sollen wir noch nicht hin. Das zieht garantiert nicht. Denn wir müssen erstmal hier unten alles erforschen nochmal. Nochmal runter. So, es gibt ja da unten auch noch Wege. Den haben wir noch nicht gemacht. Ich werde aber noch einmal eine ganze Etage runtergehen. Das machen wir gleich nochmal. Wenn ich mir vorstelle, dass man das geile Gefäß nochmal benutzen kann, dann kriegen wir noch einen so ein Teil. Das wäre natürlich ganz geil. Dann müssen wir wieder runter hier, ne? Genau. Und da hinten geht es doch runter, ne? Das haben, dann können wir auch mal dieses andere Gebiet reingehen gleich. Ja. 750, klar. Yes! Vier Stück. Aber es, ich weiß auch nicht, ob die permanent sind. Da müssen wir mal gucken. Das heißt, dass sie nicht permanent bleiben, sondern dass sie irgendwie verschwinden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie permanent sind. So, wir müssen jetzt hoch und dann müssen wir da oben. Kette können wir nicht, die können wir noch nicht losballern. Ich glaube, wir müssen da erstmal noch links da rein. Das machen wir erstmal. Wir gehen erstmal noch links da rein. Was da passiert. Sieht so ein bisschen gefährlich aus, als ob da irgendwas kommt, was uns bekämpfen will. Wir schauen mal. Ja, auf jeden Fall spannend das Spiel, ne? Also ich finde es sehr spannend und sehr cool gemacht. Ja. Ah, okay. Warte mal. Okay, ein bisschen getimed muss anders sein. Warte mal.
jetzt aber. Nein, zu spät. Später. Warte. Ah, vielleicht. Ja, ist zu spät. Ah. So schnell in der Mitte stehen bleibt das Ding eigentlich, ne? Siehste. Oh, hier sind Truhe. Noten aus Rosenkranzschnur. Noten aus dem Garn der Habite von Mönchen, die vor langer Zeit verstorben sind. Ja, man kann sich die ganze Sage mal durchlesen. Ich glaube, das muss man, bei einigen Sachen muss man es auf jeden Fall machen, damit man so den Hintergrund erfährt. Ja, seither konnten wir mit unseren frommen Küssen hunderte von Krankheiten des Virakel teilen. Also, das sind auf jeden Fall die Leute, die oben in diesem Turm sind. Denen kann man das, glaube ich, geben. Ja. Ja, Erkenntnisse des Tier so. Erkenntnisse des Tier so Teil 6. Okay. Gut, aber haben wir es geschafft hier? Wo können wir jetzt noch hin? Wir können auch mal in die Mitte gehen. Es kann sein, dass wir jetzt diese große Glocke schlagen können. Das probieren wir mal. Das macht am meisten Sinn. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch. Eine Abkürzung auf jeden Fall. Da oben kann man längs. Okay, warte mal. Anders machen. Weg. Na, jetzt kann man das Ding auch bewegen hier endlich. Okay. Oder? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Okay, okay. Jetzt können wir theoretisch mal speichern hier drüben eigentlich. Nicht ganz drauf gehen, aber wir können auch runtergehen erstmal. Oh ja. Ich bin so ein Held. Hier längs? Der großen Glocke? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube aber schon. Ja, ich glaube schon. Okay. Jetzt hier, ne? Das müsste man dir eigentlich läuten können, weil jetzt sind ja die ganzen Ketten ab. Na, guck mal da. Okay, wir fallen auch runter. Oh. Aufstieg. Aufstieg der Klage. Speichern einmal. Okay, also da können wir auf jeden Fall wieder hochkommen. Das wollen wir ja gar nicht. Erstmal runter. Ich denke mal, jetzt werden wir zu einem Bossfight kommen wahrscheinlich. Ah. Okay. Alter! Ich wollte ihn gar nicht. Die Sau. Sollten wir nochmal ganz kurz uns wiederbeleben. Also, das heißt wiederbeleben, aber heilen. Ist ja nicht schlimm hier. Ist ja nicht so weit gegangen. Aber dann können wir vielleicht. Natürlich sind die Gegner wieder da, aber wir können die vielleicht ein bisschen besser killen jetzt. Aber wie killt man den am besten? So.
sollen wir gut ein bisschen Abstand halten. Ah. Hier geht's durch. Okay. Was sieht denn nach ein? Aber klar. Nein. Ah. Oh, doch kein Bosskampf. Und die Wächter des Bosses. Naja, okay, das sind neue Gegner. Oh. Eieiei. Hier haben jemand nach unten auch noch, habe ich gesehen gerade. Scheiße, der Nebel bringt mich um. Oh! Der Nebel bringt mich um. Das habe ich nicht gesehen. Eieieiei. Dieser Nebel. Na gut. Aber wie man sieht, die vier Dinger bleiben da schon mal gut. Da oben der Sack. Wenn die auch noch trifft, der Spacko. Nervt schon. Oh nein, den hab ich wieder nicht gedacht. Homo First, ey, ganz ehrlich. Mann! So. Dumm. Muss ich gar nicht killen, ich kann auch durchlaufen. Gut, so, wollen wir nicht hinterher, oder? Aufpassen. Das ist der Nebel des Grauens, ey. Schuldigen im Austausch gegen 800. Ja, das machen wir mal. Dann haben wir mal wieder alles befreit da. So. Dunkel. Gut, aber es geht auch noch, ging ja auch noch unten. Gehen wir nochmal noch runter.
Mann, Mann. Da hinten liegt so ein Ding, ne? Komm ich aber nicht hin. Nein! Nein! Oh, scheiße. Warum falle ich noch da runter, ey? Wie dumm. Das war wirklich dumm. Na gut. Wir laufen schnell hin. Nicht, ne? Man wird immer getroffen. Reicht's aber langsam mal. So. Schnell durchsliden. Okay. Mal warten, bis der Nebel des Grauens weg ist. Hätten wir noch runterspringen können noch, ne? Hätten wir locker noch geschafft. Aber na joa. Da können wir definitiv nicht runter, das haben wir gerade eben ausprobiert. Jetzt gehen wir hier drüben rein. Alter, hier für eine Tante. Okay. Hab ich ihn denn gekillt? Wenn nur so, ne? Nein, warte. Okay. Da werden immer neue Gegnertypen vorgestellt. Wahrscheinlich, ne? Wenn du wieder so ein... Ja, aber den kommen wir ja nicht ran, der haut ja so weit. Na, okay. Ah, Mist! Heieiei, das ist noch so ein Viech. Mist, da kommen die von oben runter gehüpft. Bin ich ja sofort tot. Wo ging's denn unten hin? Nebel ist grau und da hüpfen dürfen die auch die beiden runter. Naja, einen Weg müssen wir gehen. Was macht er denn da?
Ist natürlich klar, dass ich das nicht schaffe. Ah, das sollte auch gereicht haben, ne? Wir werden beim nächsten Mal genau hier weitermachen und hoffen, dass wir es hinkriegen. Bis dahin, tschüss.